Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, denn ich habe euch einen fabelhaften Krimi mitgebracht mit zwei fabelhaften Schwestern. Ja, und mein Lieblingswort ist heute fabelhaft. Nein, die Reihe gefällt mir richtig gut. Der erste Krimi aus der Reihe hat zwar nur 3 Sterne bekommen, aber ich habe schon das Potenzial gesehen und habe mir die ganze Reihe angeschafft. Und jetzt hatte ich Zeit 2 gelesen. Der gefiel mir auch gut und deswegen wird es Zeit für eine Reihenvorstellung, habe ich mir gedacht, um euch diese Krimi schon mal nahe zu bringen. Außerdem, wenn sollte jemand von euch auf den Geschmack kommen, ich glaube, die gibt es mittlerweile nur noch gebraucht, habe ich sie alle schon da. Das heißt, ihr könnt mir nichts mehr wegschnappen. Ich habe alles. Deswegen Zeit für eine Reihenvorstellung. Jedenfalls, hier irgendwo steht Dauerwerbesendung, weil, wie ihr wisst, mache ich hier jetzt Werbung für die Southern Sisters Reihe. Ich glaube, so heißt sie. Und ich stelle euch auch noch andere Bücher vor, später bei ähnliche Bücher. Ihr findet das hier unten beim Inhaltsverzeichnis oder wenn ihr per Laptop guckt, habt ihr das ja auch in der Spur, das nächste Kapitel. Und ja, ich freue mich darauf, sie euch vorstellen zu können. Unten in der Infobox habe ich euch die ganze Reihe verlinkt und auch die anderen Bücher und auch die Videos zu den anderen Büchern. Also ihr habt auch die Reihenfolge der Southern Sisters dann da unten drin stehen. Ich werde euch auch die englischen Bücher mitverlinken für alle, die halt die nicht übersetzten Bücher auch lesen wollen. Ja, ich weiß nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Jedenfalls, die Links gehen zu Amazon, da sind wir im Partnerprogramm. Wenn ihr irgendwas darüber dann auf der Plattform kauft, bekommen wir Prozente. So, das sei jetzt gesagt. Und diese Krimireihe ist meiner Meinung nach ideal, wenn man entspannen will. Es ist eine schöne Krimireihe mit Humor, mit nicht wirklich skurrilen Charakteren, aber es ist so cozy crime at its best. Also ich finde es jedenfalls richtig gut und entspannt. Ein bisschen viele Personen manchmal, aber naja, dazu kommen wir gleich noch. Insgesamt freue ich mich riesig auf die Reihe. Das nächste, das was ich jetzt lese, ist dann Mörderische Aussichten. Die beiden habe ich schon davon gelesen. Und fangen wir als allererstes mit der Reihenfolge an, die ich euch jetzt nicht ganz aufschlüssel, aber das erste Buch dieser Reihe ist nicht übersetzt worden. Nein, ich weiß nicht, was der Verlag sich dabei gedacht hat. Vielleicht haben sie gedacht, das ist zu amerikanisch, damit kommt ein deutsches Publikum nicht klar. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur gedacht, wir brauchen Weihnachtskrimi, irgendwas hier zu Weihnachten. Weihnachtskrimis laufen, dann streichen wir doch Teil 1 und beginnen mit Odu Mörderische. Ich weiß es nicht, ich habe diesen Krimi nach Weihnachten gelesen. Es spielt zwar auch zwischenzeitlich im Kaufhaus und die eine Schwester arbeitet als Mrs. Claus da, aber so richtig Weihnachtsstimmung ist da. Man kann es gut zu Weihnachten lesen, aber es muss nicht sein. Also für mich war das vollkommen okay, dass auch off-season-mäßig, naja, so off-season war es noch nicht, ich habe es im Januar gelesen, aber das dann jetzt irgendwie zu lesen. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, das ist nur so ein Roman, den ihr zu Weihnachten auch lesen solltet, weil der bringt euch richtig in Weihnachtsstimmung. Nein, es ist einfach nur, der erste Krimi spielt halt rund um Weihnachten, wobei Weihnachten für mich wirklich nicht so das große Thema war, obwohl Baum ausgesucht wurde und so weiter, aber es ist nebensächlich. Der Krimi an sich ist nicht sehr weihnachtlich. Ja, die Leichen in dem Krimi auch nicht. So, und ja, gut, dann starten wir auch gleich mal mit dem Inhalt. Worum geht es eigentlich? Fangen wir mit dem ersten Teil an, weil ich denke, damit werden die meisten von euch starten, wenn ihr nicht wirklich bei dem ersten Krimi anfangt, auf Englisch dann halt. Die Southern Sisters beginnen also für die in Deutschleser mit diesem Buch, Odu Mörderische. Und hier geht es darum, dass die beiden Schwestern auf einer Kunstgalerie oder in einer Kunstgalerie waren bei einer Folk Art Ausstellung. Und Patricia Ann, die Ich-Erzählerin, trifft dann auch eine alte Schülerin von sich. Tja, und am nächsten Tag kommt raus, dass die Galeristin tot ist. Und dass ihre Schülerin sitzt dann bei ihr auf der Treppe, völlig verwirrt, völlig durcheinander, sagt, ich weiß nicht, wo ich hätte hinkommen sollen, es tut mir so leid, völlig zerrissene Kleidung und der geht's gar nicht gut. Und sagt dann halt, dass man versucht hat, sie zu töten. Und somit ist Patricia Ann schon wieder drin und Patricia Ann kann irgendwie nicht ohne ihre Schwester Mary Alice und somit ermitteln wieder beide Schwestern. Ja, im Teil 2 geht es dann um Familienforschung. Ja,
Thema, das ich glaube, jeder Band, so sieht es zumindest jetzt aus, hat tatsächlich Themen. Im ersten Band geht es um Folkart viel. Das finde ich total interessant, weil es erweitert halt auch ein bisschen euer Spektrum und das in einer unterhaltsamen Weise. Also ihr habt nicht nur den Krimi, ihr erfahrt noch ein bisschen was nebenbei. Hier war es halt wirklich Folkart, die sehr naiv ist. Die Leute holen sich auch ganz gerne Folkart unten aus den Südstaaten und verkaufen sie dann teuer, geben den Künstlern halt nur einen gewissen Obolus und verkaufen es dann halt teuer in den Galerien, wie zum Beispiel in Chicago oder so. Und was Folkart ausmacht, das, ja, ich habe ein bisschen gegoogelt, ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt auch den Ort, an dem diese Bücher spielen, Birmingham in Alabama. Und da gibt es auch diese, ich dachte erst, das wäre jetzt einfach nur wegen Skurrilität reingebracht worden, diese Vulkanusstatue, die da steht, das ist halt der Gott. Und der hat einen blanken Hintern. Und das hätte ich mir in Amerika eigentlich nicht vorstellen können. Und gerade Südstaaten, dass sowas da immer noch steht. Und es gibt wohl auch immer mal Petitionen, dass der bedeckt wird. Aber ja, bis jetzt, soweit ich gehört habe, ist da noch nichts passiert. Die Krimis sind auch schon ein bisschen älter. Sie sind von 1996, der ist dann von 1997. Und sie sind nicht völlig veraltet. Aber es ist halt so, dass Handy noch nicht eine große Rolle spielt. Die Polizistin hier hat ein Handy in dem Teil und hier im zweiten Teil geht es halt um Ahnenforschung, es geht um diese Stammbaumforschung und es wirft dann halt auch solche Fragen auf, wie was ist, wenn man da jemanden im Stammbaum hat, der ja vielleicht sehr bekannt ist, vielleicht auch politisch und vielleicht ein bisschen sehr viel Dreck am Stecken hat, so dass man nicht gerade sagen würde, ich stamme von demjenigen ab. Kann so etwas auch zum Mord führen für jemanden, der das gerade im Stammbaum bei einem entdeckt hat? Nimmt man an, man beauftragt da jemanden? Naja, jedenfalls wird da halt über Stammbäume geredet. Und ich fand es sehr, sehr interessant, wie schwer das auch damals noch war. Heutzutage ist die Technik ganz anders. Wisst ihr, ihr geht da in Computer, ihr könnt das alles, diese ganzen Sachen per Computer einlesen. Hier träumen sie noch davon, dass irgendwann alles digitalisiert ist und man nicht mehr von der Bibliothek zum Gericht, irgendwie nach Irland, zu irgendeiner Kirche und sich davon vielleicht auch hätte einen Katalog schicken lassen können und dass Grabsteine noch entschlüsselt und entziffert werden müssen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles so, es ist sicherlich schon ein gutes Stück weit digitalisiert. Hier träumen sie wie gesagt noch immer davon und es fängt gerade an mit der Digitalisierung. Ich fand es einfach interessant, dieses ein bisschen zurückzureisen in die Zeit. Da war ich ja noch Kind, da war ich ja um die 10 Jahre alt. Also da waren die Uhren noch anders. Oder auch wenn sie sich ein Video aus der Videothek ausleihen, das ist halt noch so ein bisschen Vergangenheit, dass man denkt, oh, die sind schon ein bisschen älter. Aber ich habe jetzt bei den Krimis an sich nicht das Gefühl, dass sie so outdated sind, auch wenn sie halt noch nicht viel mit Computern. Hier zum Beispiel taucht auch wirklich ein Laptop auf und man hat noch Disketten. Das sind so die Kleinigkeiten, bei denen man denkt, okay, veralterte Technik. Aber an den Menschen hat sich ja nichts geändert. Und ich finde nicht, dass es da wirklich ins Gewicht fällt, dass man oftmals denkt, das ist jetzt aber ein bisschen sehr alt oder so. Nein, also ich finde, die kann man heutzutage immer noch gut lesen, diese Bücher. Ja, wer ermittelt eigentlich? Ermitteln ist da, glaube ich, auch in diesen beiden Bänden zumindest ein bisschen das falsche Wort. Wir haben die Ich-Erzählerin Patricia Ann, die ein ganz normales, gutbürgerliches Leben eigentlich führt, die einen Mann hat, den sie sehr liebt, die Kinder hat. Ihre Tochter hat leider ihren Mann verloren bei einem Autounfall, glaube ich. Die ist OP-Schwester im Krankenhaus. Da trauert sie auch noch ein bisschen hinterher, also auch Patricia Ann, dass ihr Schwiegersohn verunglückt ist. Aber insgesamt eine intakte Familie. Ihr Hund lebt draußen. Der hatte einen eingezäunten Bereich und hatte halt ein kleines Iglu, aus dem er auch eigentlich gar nicht so raus will, wenn sie jetzt mit ihm spazieren gehen will. Und ja, sie ist einfach Ex-Lehrerin, also sie ist Lehrerin im Ruhestand. Sie sind um die 60, 65 die Charaktere und
Ja, sie lebt einfach ein ganz ruhiges Leben mit ihrem Mann und dann hat sie ihre Schwester Mary Alice. Und Mary Alice ist dann noch durchaus ein ganz anderes Kaliber. Die ist richtig reich, weil sie sich immer sehr vermögende ältere Männer gesucht hat und dann immer die reiche Witwe war. Hing sie wirklich an ihren Ehemännern? Ich glaube, sie hat eine sehr komische Art, mit den Sachen umzugehen. Also ich weiß nicht, ob hat sie sich die eingeredet zu lieben? Sie kam, glaube ich, recht schnell davon weg und drüber weg über diese Männer. Aber ich glaube nicht, dass sie sie nur ausgenommen hat. Sie hat halt ein Beuteschema. Alt und reich. Sie ist aber, ja, ist auch ein bisschen spitzzüngiger. Sie ist doch durchaus sehr groß, glaube ich, und sehr kräftig gebaut. Und ja, ich mag sie unheimlich gerne. Sie hat außerdem noch einen richtig dicken Kater, der sehr verwöhnt ist. Der aber auch nur am Rand auftaucht, genauso wie der Hund von Patricia Ann. Und die beiden ermitteln, aber nicht so, dass sie sagen, hey, wir sind kleine Miss Marples und wir gucken hier oder wie bei Bunbury, beim Bunbury Triangle, dass sie schon so ein bisschen neugierig sind oder so. Nein, sie haben die verfluchte Südstaatenhöflichkeit. Und ich glaube, die beiden verfluchen diese Südstaatenhöflichkeit mittlerweile auch sehr, weil durch pure Höflichkeit werden sie einfach immer in diese Fälle reingezogen. So wie beim ersten Fall, als es dann heißt, ich habe einen Mordversuch auf mich und so weiter unternommen und ich wusste nicht, zu wem ich gehen kann. Also wende ich mich an meine alte Lehrerin, so nach dem Motto, ich habe sie ja gestern Abend gesehen auf der Galerieeröffnung, bla bla bla. Und schon sind sie dran. Einfach nur, weil sie sagt, kommen Sie rein, soll ich einen Krankenwagen holen und so weiter. Und so geraten sie halt in diesen Strudel der Ereignisse rein, genauso wie beim Band 2. Auch da sind sie wieder nur reine Höflichkeit. Und ihr Mann sagt schon immer, nein, es geht dich nichts an, kümmere dich darum nicht. Aber was soll man tun? Die Leute haben Probleme, die Leute sind traurig, die Leute sind krank. Da muss man ihnen wenigstens was zu trinken, vielleicht auch mal eine Valium anbieten oder mal ein Glas Whisky. Aber das macht man doch. Das ist doch pure Höflichkeit. Und schon stecken sie wieder mitten im Krimi. Ich bin sehr gespannt, ob dieses durch pure Höflichkeit der Reihe drin zu landen weiter durchgezogen wird in den nächsten Bänden. Ja, also sie ermitteln nicht unbedingt freiwillig. Sonstige Charaktere, die ich total gern mag. Ich mag von Patricia Ann die Tochter, die ja OP-Schwester ist, die doch durchaus ein bisschen neugieriger ist, wenn ihre Mutter mal irgendwie was sagt, die zu Besuch kommt, auch mal einen Baum mitschmückt oder was auch immer, aber sie kümmert sich halt, also sie taucht ab und an mal bei ihrer Mutter auf. Es macht einfach eine herzliche Atmosphäre. Und dann ihr Mann Fred, also von Patricia Ann, der Mann Fred, der ist auch total süß. Es ist einfach keine kitschige Liebesbeziehung, dass man ihr sagen würde, da werden nur Rosen gestreut und so weiter, aber es ist irgendwie eine natürliche Liebesbeziehung. Die beiden gehören zueinander, das merkt man über diese Bücher nach all den Jahren, ich weiß nicht, ob die 40 Jahre plus vielleicht sogar, aber sie sind so lange verheiratet und sie haben eine Einheit ergeben. Und Patricia Ann ist schon ein bisschen auch eifersüchtig, wenn da so jemand sich an ihren Mann ranmacht. Das mag sie dann nicht. Und er wiederum hat ein bisschen auch was gegen ihre Schwester. Da sind immer so kleine Neckereien und es ist einfach sehr natürlich. Und das macht für mich auch diese Bücher aus, die Natürlichkeit, die da drin halt auch steckt. Das Setting hatte ich euch ja schon gesagt, das ist Birmingham, Alabama. Hier im ersten Teil fahrt ihr noch ein bisschen raus aufs Land auch mal, aber im Großen und Ganzen hält es sich in Birmingham auf. Genauso im zweiten Teil, da ist ja auch viel Bibliothek und Gerichtsgebäude und so weiter, weil Patricia Ann für ihren Mann schon mal ein bisschen nachgucken will, wer war denn da so in unserem Stammbaum drin, weil ihm das ja dann auch ein bisschen interessiert. Und sie denkt sich, dass das so ein gutes Geschenk ist, da so mal ein bisschen zu linsen, welche Vorfahren hatten wir denn da? Ja, Besonderheiten. Und die Besonderheiten an diesen Krimis ist nicht nur, dass ich denke, dass sie mir ein bisschen mehr Bildung verschaffen, weil es sich mit Themen beschäftigt und mich auch mal zu nachdenken bringen, wenn ich will. Also ihr könnt das auch lesen, einfach so und nicht darüber nachdenken. Aber trotzdem bei mir kam so das ein oder andere,
was ich entweder gegoogelt habe oder worüber ich ein bisschen nachgedacht habe. Und das andere ist diese unglaubliche Natürlichkeit, die mir extrem gut gefällt. Gerade die Dialoge wirken so extrem echt, weil sie etwas nebenbei machen. Sie reden über den Mordfall, aber dann reden sie auch nebenbei über das Essen oder über die Bluse, die sie gerade anziehen. Wisst ihr, es sind so einzelne kleine Sätze, die eingestreut werden, die das aber so lebendig machen. Wie zum Beispiel, ja, ist doch ein bisschen eng hier oben an der Brust, findest du nicht? Und dann wird wieder über den Mordfall geredet. Es ist einfach eine unglaubliche Natürlichkeit. Man hat das Gefühl, man guckt dieser Familie zu. Und diese Familie ist auch, es ist Wärme da. Es ist ein warmer Roman, eine warme Krimi-Atmosphäre. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Bände, einfach weil ich das Gefühl habe, mich in dieser Familie absolut einzuleben und eine Zeit bei den Schwestern zu Besuch zu sein. Und ja, es kann nicht lange dauern. Ich halte mich im Moment ein bisschen davon ab, bis ich dann zum nächsten Band dieser Reihe greife und hoppsala. Diese Reihe ist, glaube ich, die zerstückelste Reihe, die ich habe. Jedes Buch hat ein anderes Format und so weiter. Aber ich habe sie hier ja liegen und ich freue mich drauf, dass ich die ganze Reihe jetzt so durchlesen kann. Ist es nochmal ein Teil nicht übersetzt worden, aber gut. Ich werde sie jetzt so lesen. So, wie blutig und brutal sind sie? Ich denke, da können auch Sensibelchen zugreifen. Weder, dass ihr Paranoia bekommt, also so geht es mir hier jedenfalls noch, dass da wirklich ihr mit den Leichen konfrontiert wird. Das ist auch nicht so wie bei Klostermord und Deutsche Vita. Da guckt eine Schwester Isabella sich schon die Leichen auch mal genauer an und beugt sich dann auch mal über so eine Maschine, wo Öl oder so drin ist und guck mal ganz genau, ob bei der Leiche was Auffälliges ist. Nein, das ist hier nicht so. Da wird, also ich glaube nicht, dass man direkt mit der Leiche konfrontiert wird. Es wird zwar darüber geredet, aber ihr seid schon eher distanziert von dem. Es kommt am Ende zu einer Action-Szene, zu einem kleinen Showdown jedes Mal. Der verpufft aber ganz schnell und ich kann es auch wirklich sensibleren Lesern ans Herz legen. Ihr habt da wirklich einen entspannenden Crime. Es ist einfach gute Entspannungslektüre, wenn ihr jetzt sagt, ich habe, ja gut, vielleicht nicht unbedingt den Kopf voll, weil es schon teilweise ganz schöner Cast ist. Gerade beim zweiten Teil beginnt es mit einer Hochzeit und ihr wisst nicht, wen ihr euch für den Krimi merken müsst. Aber dann später reduziert es sich auf einen ganz kleinen Cast. Der wirklich interessant ist. Aber am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn ich mir die jetzt alle merken soll, die können ja alle verdächtig sein dann später. Nicht umsonst tauchen Leute bei Krimis aus, aber später hat sich das sehr runter reduziert. Ihr braucht vielleicht doch, also ich brauche zumindest ein bisschen mehr als eine Gehirnzelle für diese Krimis, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich das sonst wegen den Charakteren, dass ich da irgendwas verpasse. Aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt und ein bisschen Ruhe habt, solltet ihr das gut lesen können und sie sind sehr entspannt. Ja, Humor, Spaß ist lustig. Ich habe da bei manchen Sachen wirklich geschmunzelt. Ich habe auch die ein oder andere Stelle mal tatsächlich vorgelesen, weil ich einfach diese Spitzen, die sich die Schwestern auch zwischenzeitlich liefern, total gerne mochte. Beim zweiten Band jetzt noch mehr. Ursprünglich ja dritter Band im Englisch, wenn ihr den ersten Englischen dazu zählt. Aber wisst ihr, diese kleinen Spitzen unter den Geschwistern oder die entweder gesagt oder auch nur gedacht werden, sind einfach gut. Und ich habe meine Freude an den Büchern. Also ich muss durchaus schmunzeln, vielleicht sogar mal lachen, was mir wirklich selten passiert. Und ich denke, das wird mit jedem Band, wenn die jetzt nicht qualitativ abnehmen, wird es noch besser werden, weil man irgendwann weiß, oh, das ist so typisch Mary Alice oder so. Und ich freue mich einfach darauf, weil ich denke, da kommt noch mehr Humor rein, weil man einfach die Charaktere mit jedem Band besser kennt. Liebe habt ihr so ja nicht. Ihr habt halt Mary Alice, die durchaus auf der Suche, vielleicht sogar nach dem potenziellen vierten Ehemann ist. Und ihr habt halt diese Ehe von Patricia Ann und Fred, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil sie einfach sehr warm ist, eine sehr gute Einheit bildet. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, bei ihnen zu Gast zu sein, weil man sich wirklich gut aufgehoben fühlt. Also ich finde, das sind so Leute, bei denen fühlt man sich wohl. Das ist wirklich so ein Buch, da gehe ich rein und ich habe so das Gefühl, bei guten Freunden zu sein, einfach mich entspannen zu können und einfach mal zu gucken als Zaungast, was sie jetzt da als nächstes erleben. Aber es hat so etwas
Gemütliches, gemütlich und warmes. Triggerwarnung gibt es hierfür nicht. Und dann sind wir mit der Reihe auch an sich fertig. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für diese Reihe, weil sie mir sehr gut gefällt. Wenn ihr jetzt noch ähnliche Reihen sucht, kann ich euch dazu empfehlen, Mord ist schlecht fürs Geschäft, die Honey Driver Reihe. Das ist Band 1 der Honey Driver Reihe. Und Ma hat sie euch auch schon vorgestellt. Die ist da ja ganz begeistert davon. Das spielt in Bath in England. Und Honey Driver hat wohl sich auch immer so ein bisschen mit ihrer Tochter und mit ihrer Mutter. Also es ist ein sehr Mutter-Tochter-lastiges Buch. Und sie hat auch ein bisschen was mit dem Inspektor, so einen kleinen Flirt. Und ja, sie arbeitet in meinem Hotel und ermittelt für ist so das Verbindungsglied zwischen Hotelverband und Polizei. Und ja, Ma ist sehr begeistert. Die ist jetzt, glaube ich, bei Band 7 oder so. Ja, dann habe ich noch für euch Abby Cooper. Ja, und Abby Cooper ist eine Reihe, die Ma jetzt auch gerne mag. Da hat sie Band 2 jetzt auch schon von gelesen. Ja, und da ist ein bisschen übernatürlich. Also wenn ihr jetzt so ermittelnde Frauen haben wollt und ein bisschen was Übernatürliches, weil sie hat tatsächlich, hier steht nicht umsonst Detektive mit siebten Sinn drauf, sie hat einen siebten Sinn und eigentlich will sie nicht für die Polizei arbeiten. Das ist sogar eigentlich ihr großer Horror, dass sie sagen irgendwann, wieso weißt du so viel über den Fall? Und genau das passiert ihr hier in diesem Teil. Und Ma ist auch sehr begeistert von dieser Reihe. Ich hatte sie damals angefangen zu lesen. Ich fand sie nicht so gut. Aber das ist Jahre her. Damals war ich auch noch nicht auf dem Krimi-Trip. Vielleicht würde es mir heute richtig gut gefallen. So, und eine Reihe, von der ich auch damals nicht ganz so begeistert war. Ich habe nur den ersten Band gelesen. Ich kam mit ihr und ihrem Mann nicht so gut klar. Das ist von Nancy Everton die Tante Dimity-Reihe. Und ich weiß gar nicht, welcher Band das hier jetzt ist. Ich habe den jetzt einfach mal rausgegriffen. Da sind auch unzählige Bände halt erschienen. Das spielt in England, in einem kleinen Dorf. Ihr lebt euch richtig in diese Dorfgemeinschaft ein. Und Ma war jedenfalls immer ganz begeistert, wenn sie da wieder zurückkehren konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, aber das war halt etwas, worüber immer wieder geredet wurde. Finch? Kann es sein, dass das Finch war? Aber naja, jedenfalls hat Ma eine Zeit lang diese Reihe super gerne gelesen und hat sich da auch richtig gefunden in diesen Ort. Ich kann euch als ermittelnden Frauen auch noch empfehlen, im Cozy Crime Sektor, Anna kenne ich ja noch nicht, ist Klostermord in Dolce Vita, Schwester Isabella ermittelt. Das ist dann in der Toskana, spielt in einem kleinen Kloster. Ihr habt einen kleinen idyllischen Ort mit einem Bürgermeister, der ein bisschen sehr streng ist, mit einem Carabinieri namens Matteo, den ich sehr gerne mag, der verliebt ist in die Tochter des Bürgermeisters. Und ja, und halt Schwester Isabella, die in ihrem Kloster halt ist. Und im ersten Fall liegt eine Mitschwester einfach auf dem Boden und hat noch was in den Sand geschrieben. Und das ist eigentlich der Auftakt. Nicht nur für Schwester Isabella, sondern für das arme, gebeutelte Dorf. Ich glaube, Santa Catarina, dass sie jetzt einen Mordfall nach dem nächsten haben. Und auf einmal ist da ziemlich viel los, weil jetzt, glaube ich, sind schon 7 Fälle erschienen. Es ist unglaublich. So Hobbydetektive, wie viele Morde dann plötzlich bei denen passieren, wenn erstmal einmal angefangen wurde zu ermitteln. So, und dann haben wir Bunbury. Bunbury hat für mich das Cozy Crime Genre angekickt. Das ist ein relativ langweiliger Cozy Crime, muss ich sagen. Aber es hat eine starke Dorfgemeinschaft. Ihr fühlt euch irgendwann wirklich zu Hause in dieser Reihe. Ich habe jetzt 9 Bände weg. Okay, einen habe ich ausgefallen lassen, also 8 Bände. Und auch dazu habe ich euch eine Einzelvorstellung abgedreht oder eine Reihenvorstellung. Und ich muss euch sagen, da habt ihr wirklich das Gefühl, wirklich, wirklich, wirklich irgendwann zu diesem Ort zu gehören. Ihr wisst, wer das indische Restaurant hat, ihr wisst, wer für die Kosmetik zuständig ist. Ihr lebt euch halt einfach ein in dieses ganze Dorfidyll. Und dann habt ihr das Bunbury Triangle, bestehend aus Alfie und 2 ermittelnden älteren Damen, die sich dann zusammen das Bunbury Triangle nennen. Und ja, das sind sehr harmlose Fälle, sehr unblutig, sehr zum Entspannen geeignet. Wie gesagt, schon an der Grenze zu langweiligen Fällen. Aber ihr habt mir schon viele Rückmeldungen
gegeben, dass es euch gefallen hat. Und wer Lust hat, sich in den Cotswolds in so einem wirklich britischen Dorf einzuleben, im besten Sinne, mit ganz viel Tee und Karamell. Genau, sie nehmen ganz viel Karamell, macht das Bunbury Triangle sogar selber. Ja, wer einfach Lust hat, ganz viel dieser Gemütlichkeit und eines idealisierten englischen Landlebens zu haben, der ist da gut aufgehoben. Und Humor wird auch reingebracht, alleine durch den Charakter Oscar, der ein großer Oscar Wilde-Fan ist. Aber auch dazu, wie gesagt, habt ihr eine Vorstellung unten, genauso wie zu Klostermord in Deutsche Vita. So, das war's von mir für euch. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein bisschen mit Krimis anstecken. Denn die nächste Krimi-Reihe wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen, obwohl ich jetzt ja gerade einige am Start habe, die ich echt gerne lese und verfolge. Und solange da jetzt Nachschub ist, sollte ich dann noch eine neue Krimi-Reihe aufmachen und auftun für uns? Ja, ich denke schon. So, ich freue mich über eure Tipps in Sachen Cozy Crime. Das war's von mir. Bis dann. Bye, bye.